Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht direkt los mit Kenny. Kenny ist 22. Guten Morgen, Kenny. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Kenny. Grüß dich. Was ist dein Thema? Ich habe ja gestern eine Mail geschrieben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Thema war ja anonymer Sex. Und, genau, gestern war anonymer Sex das Thema. Genau, also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht immer die Zeit, das zu verfolgen, obwohl ich deine Show echt gerne mag. Und das schade finde, dass du auch fest nebenbei erwähnt. Vielen Dank. Und ich wollte halt sagen, also anonymer Sex, das ist ja heutzutage, wie soll ich das sagen, es trifft doch auf mich zu. Und aber ich finde es schade. Also ich finde heutzutage, dass es wirklich so ist, dass es unsere Generation ziemlich beziehungsunfähig ist, weil halt die Nachfrage heutzutage sehr hoch ist. Also ich schätze mal, dass es wirklich auch höher geworden ist als früher. Und das Angebot auch. Ja, also ich sag mal so, es ist einfacher geworden. Ich weiß nicht, ob die Leute hemmungsloser werden, ob das wie soll ich das sagen? Nee, es ist viel einfacher geworden, du hast völlig recht. Das war früher ein Theater, bis man jemanden kennengelernt hat. Heute über Tinder oder weiß ich was, was man das machen kann. Ob das Facebook ist, LaVou ist etc. Aber du hast gerade von dir gesagt, das betrifft dich selbst auch. Lebst du denn viel anonymen Sex? Kann man so sagen, ja. Darf ich fragen, wie oft du wechselnde Partnerinnen hast? Also wenn ich wirklich eine Durchschnittszahl ermitteln sollte, dann würde ich sagen, so einmal die Woche kommt das schon mal vor, ja. Immer eine Frau. Du bist klar, ich bin heterosexuell. Ja. Genau. Und wo lernst du sie kennen? Wie machst du es? Es ist total unterschiedlich. Also ob das jetzt auf der Arbeit ist, das ist auf der Arbeit, also ob man jetzt irgendwie so halt durch den Alltag in Kontakt mit jemandem tritt oder ob man mit den Kumpels feiern geht, das wäre so die normalen Dinge. Aber also das einem wirklich hauptsächlich dabei hilft, finde ich heutzutage, wodurch ich wirklich massenhaft Frauen kennenlerne, ist einfach das Internet. Ja, ja. Na klar. Aber das könnte ich auch nicht auf ein bestimmtes Portal beziehen. Lass uns mal vielleicht für die Leute erklären, die sich damit nicht so gut auskennen, vielleicht auch die ältere Generation. Wenn du jetzt, nehmen wir an, Freitagabend, du sitzt zu Hause, 20 Uhr. Und bist drauf und hast Bock auf Sex. Wie lange brauchst du so im Durchschnitt, um eine Frau klar zu machen und dich dann wirklich auch mit der zu treffen? Wie viel Zeit vergeht? Oh, also es kam schon mal so Glückstreffer vor, wo das wirklich sehr schnell ging. Aber konkret gesagt, das geht, ist manchmal nicht so eine Sache von innerhalb von 24 Stunden. Manchmal, ich sag mal, bereitet man das ja vor. Also man surft durch die Portale, ob das jetzt Facebook ist, LaVou ist, ne? Und dann, wenn mir da jemand gefällt, wenn ich da jemanden optisch ansprechend finde, dann schreibe ich die Person natürlich auch an. Und dann sage ich, fängt es manchmal einfach an mit einem, hey, wie geht's dir? Es ist natürlich auch das Portal bezogen, ne? So etwas wie Facebook, das ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ne? Aber ich sag mal, es gibt auch Portale, da ist halt schon so ein bisschen, da können ja Leute ihre Interessen selber vertreten, da können sie ja sagen, ich stehe darauf oder ich will das, und dann ist das schon unkomplizierter. Also je nach einen Tag mindestens, es kann aber auch schon mal schneller gehen. Es kann auch mal schneller gehen, kann aber auch mal länger dauern, ne? Also dass eine Dame, also das die Person das Vertrauen braucht und erstmal dich kennenlernen möchte. Jede Woche und, eine andere Frau? Ja, also immer Fremde, oder hältst du dir die Telefonnummern parat für die, oder sind es wirklich jedes Mal immer neue Frauen? Also es ist sehr abwechslungsreich, ja. Es sind auch viele neue dabei.
Aber wie gesagt, es ist immer wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die lernt man erstmal kennen, dann schreibt man 1-2 Wochen, dann trifft man sich manchmal so also am 2., 3. Treffen. Aber es ist trotzdem ist es sehr früh. Es gibt auch welche, also das ist wirklich, ich kann jetzt keine Durchschnittszahl sagen oder irgendwie das genau analysieren, aber es gibt auch welche, die sind dann beim ersten Treffen schon ziemlich, ne? Mhm. Offen für alles. Und dann geht es auch gleich zur Sache beim ersten Treffen. Genau. Ja. Was zum Beispiel, ich kann auch mal, weiß ich nicht, was wirklich zum Beispiel ein Glückstreffer war, ja. Ich habe Abitur gemacht, wo ich noch in der Abi-Zeit war, da habe ich ein Praktikum gemacht. Und das werde ich echt nie vergessen. Und ich komme ja aus Kreis Gelsenkirchen die Ecke. Und ich habe ein Praktikum gemacht und mein Chef war ein lockerer Typ und hat gesagt, hey, weißt du was, wir haben heute eine Filialeröffnung in Mönchengladbach, möchtest du mitkommen? Ich nehme dich mit seinem Auto. Und dann bin ich mit ihm mitgefahren nach Mönchengladbach. Mhm. Allerdings bin ich ja der Praktikant und da wirst du halt nicht viel gebraucht. Da sind dann nur so Spezialisten und die bauen da um und die ist mir, die waren dann ziemlich langweilig und wir werden noch so 6 bis 8 Stunden geblieben. Mhm. Und er hat gesagt, ja, wenn du willst, beschäftige dich halt irgendwie. Ja. Ne? Also so, weil er hatte auch die Hände voll. Und ja, das gibt ja bei LAVOU diesen Radar. Da wirst du mit GPS ermittelt und dann siehst du Leute, die auch gerade aktiv sind und in deiner Umgebung. Mhm. Ja, da habe ich einfach mal eine Dame angeschrieben und also, was heißt eine Dame, damals habe ich so ein Mädchen angeschrieben und gesagt, hey, wie geht's dir? Und als man auch direkt eine Antwort gekriegt hat, habe ich erzählt, du, ich komme eigentlich aus Gelsenkirchen, aber ich bin heute mal in Gladbach, hast du nicht Lust, spontan dich zu treffen und so. Also solche Fälle gibt es auch. Und das, ne? ging sofort dann. Ja, das war schon echt heftig. Wie lange hast du schon, betreibst du schon dieses Leben? Dieses Leben? So richtig aktiv, so kann man sagen, seit einem Jahr. Als ich davor 4 Jahre in einer ernsten Beziehung war, auch meine einzige Beziehung, man kann so sagen, meine erste große Liebe. Und in der Beziehung warst du treu? Ja, das war ich. Also, hast du gerade schon was Kritisches, was Selbstkritisches gesagt? Das kann ich so weit deuten, dass diese Art des schnellen Konsums einen auch abstumpft? Ja, das finde ich schon. Guck mal, also, du bist jetzt erst ein Jahr dabei. Nehmen wir mal an, du machst das jetzt die nächsten 10 Jahre so. Was reizt dich dann überhaupt noch? Was würde dich dann noch reizen, wenn du das überhaupt jetzt mal so spekulativ sagen kannst? Was würde mich dann reizen? Es ist ja generell immer sehr aufregend, wenn man jemanden neu kennenlernt. Man stellt sich zwar Sachen vor, aber es ist halt immer aufregend so. Aber ich glaube, das wird ja irgendwann immer schwieriger. Was ich halt wirklich schade finde, ist, also ich bin gar nicht so, was soll ich da sagen? Also ich bin schon ziemlich abgestumpft, da hast du recht, aber ich finde es schade, weil ich selber die Sorge habe, irgendwann wird ja irgendwann älter und so. Okay, und, aber du hast es ja, Kenny, du hast es ja in der Hand, du kannst es ja runterfahren. Es geht, du, finde ich. Ja gut, ich weiß, ist mir schon klar, es ist nicht so einfach. Also es ist ja mal so gegensätzlich, ne, und heutzutage ist es schwierig und wenn man dann schon jemanden kennenlernt, wo du sagst, okay, die ist süß oder die mag ich oder was auch immer und dann ist wirklich sehr schnell nach den ersten 1, 2, 3 Treffen dann wirklich schon aufs Äußerste geht, natürlich spiele ich ja mit, aber ich habe ja auch meine Triebe so, ne? Und hast du dich denn einmal so ein bisschen vielleicht sogar in eine Frau verknallt, die du auf diese Art und Weise schnell kennengelernt hast? Ja. Eher nicht? Doch, einmal ist vorgekommen. Und was ist daraus geworden? Also das war halt die Dame, mit der ich 4 Jahre zusammen war. Ach so, also okay, das liegt ja dann noch viel länger zurück. Ich meinte jetzt im letzten Jahr, da war dann keine dabei. Ach so, ich überlege gerade. ja, nicht wirklich. Nee, also das war wenn überhaupt vielleicht so ein kurzes Gefühl, so ein kurzes Bauchkribbeln, dass ich gedacht habe, hey, die ist ja cool, aber je mehr man Zeit dann verbracht hat, dann war das schon nach ein paar Wochen wieder abgelaufen und ich habe auch keinen Kontakt mehr. Für eine gewisse Zeit finde ich das auch völlig okay, sowas zu machen. Du bist 22 Jahre, das ist ja jung und da kann man ja auch viel erleben und soll auch viel machen. Man muss nur irgendwo sehen, dass man dann irgendwann auch sich ein bisschen zurücknimmt, damit man wirklich nicht abstumpft, damit man auch nicht die Fähigkeit verliert, sich auf einen Menschen einzulassen. Ja, das im Grunde hast du recht, Domian, aber leichter gesagt als getan. Ja, das ist es ja, wirklich. Ja. Also ich finde echt, das ist wirklich hier sehr schwer, man zu finden, dem man vertrauen kann. So. Mhm. Und ich bin eigentlich auch sehr offen. Also eine Frau kann tun und machen, was sie möchte, klar. Ne? Und
Aber wenn dann zum Beispiel du jemanden kennenlernst, den du magst, und dann passiert das schon wieder, dass es wirklich sehr schnell geht, und ich werde ja auch nicht jünger, dann denkst du dir irgendwann, hier nach dem Motto, Kollege, wenn das bei mir schon so schnell ging, wie viele waren dann vor mir schon in der Reihe, Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Frauen auch mal was ausführen, aber irgendwie, wenn man irgendwann mitkriegt hier, weißt du, was ich meine? Ich habe letztens zum Beispiel eine Dame kennengelernt und wie soll ich das sagen? Was hast du kennengelernt? Ich hab ein Mädchen kennengelernt und wie soll ich das sagen? Und die war auch sehr locker, ne, mit ihrer Art und ich habe dann mit ihr gequatscht und sie hat mich gefragt, mit wie vielen Frauen ich schon geschlafen hätte. Und da musste ich echt grinsen, habe auch keine genaue Zahl genannt. Ich habe gesagt, hör mal zu, ist zweistellig, ne? Das ist ja ziemlich offen. Und sehr offen, ja. Und Zwischenfrage, weißt du die genaue Zahl? Ja, lustigerweise schon. Mir kannst du es ja sagen. 54. Sind 54. Das. Okay, genau. Und du hast es ihr nicht gesagt, zweistellig nur? Und wie ging es weiter? Ja, genau. Und ich habe sie gefragt und sie auch sofort, oh, frag bloß nicht und hin und her und dann dieses Rumgealbere. Und ich habe dann gesagt, weiß nicht, ob ich 20 oder 30 gesagt habe. Und dieses Mädchen war 19, ne? Und ich weiß nicht, ob ich 20 oder 30 gesagt habe, gehen wir vom Geringeren aus. Ich sagte 20 und sie fing an zu lachen. Und ich sagte mehr als 20 und sie sagte viel mehr. Und wenn ich dann sowas höre, dann das stumpft schon ein extrem, aber das ist schwierig dann, glaube ich, für jemanden, der so drauf ist, dann Gefühle zu entwickeln oder sonst was. Lieber Kenny, ich danke dir für den Anruf und für diesen Aspekt, den du noch eingebracht hast, denn da haben wir gestern so nicht drüber gesprochen. Ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Leb dein Ding, aber irgendwann wünsche ich dir auch wieder eine gute Beziehung und eine große Liebe. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Viel Glück, alles Gute. Danke, Domian. Danke dir auch und ich wünsche dir viel Spaß nach deinem Rücktritt. Ne? Alles Gute auch weiterhin. Vielen Dank, sehr nett. Vielleicht hoffen wir auch mal auf dein Comeback. Lieber Kenny, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Issa. Issa? Stimmt das? Issa? 23? Ja, hi, Domian. Oh, ein Mann. Ich hatte jetzt eine Frau gedacht. Issa, grüße dich. Nein. Hi. Du sprichst mit einer Freisprechanlage, ne? Ja, soll ich die ausmachen? Warte. Das wäre sehr gut. Dann verstehen wir dich alle besser. Jetzt habe ich es. Ja. Jetzt habe ich es. Also, 23 habe ich gesagt? Richtig. Herzlich willkommen. Um was geht's, Issa? Domian, ich habe ja vorhin mit deinem Kollegen schon gesprochen, beziehungsweise schon vor 2 Tagen ungefähr. Ich habe das Problem, ich komme aus dem Libanon und soll eine Frau bzw. ein Mädchen heiraten, das ich nicht unbedingt möchte. Oha. Moment mal, klären wir erstmal die Grundvoraussetzungen. Du kommst aus dem Libanon. Richtig. Wie lange lebst du schon in Deutschland? Ich bin hier geboren. Du bist hier geboren, okay. Richtig. Meine Eltern sind damals aus dem Libanon gekommen. Ja. Und ja, ich bin hier geboren und lebe auch hier. Das heißt, du bist quasi Deutscher und bist hier groß geworden, kennst die... Ich kenne die Kultur, ich bin hier groß geworden, ich bin jetzt zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung auch hier gemacht und arbeite auch im Moment auch hier. Also ich kann mir nichts anderes außer Deutschland vorstellen im Moment. Was arbeitest du? Ich bin Einzelhandelskaufmann, also gelernter, ausgeschlossene Ausbildung und derzeit arbeite ich im Handelscounter. So, jetzt mal konkret, wen sollst du heiraten? Also, es ist eine sehr gute bekannte Familie von uns, beziehungsweise von meinen Eltern eine bekannte Familie. Ich kenne die Familie auch, ich kenne die Kinder auch und ich kenne auch die Tochter, beziehungsweise meine zukünftige, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Familie lebt auch in Deutschland? Diese Familie lebt auch in Deutschland, richtig. Ja, und das Mädel ist wie alt? Das Mädchen ist 22. 22. Genau. Wie oft hast du dieses Mädchen schon gesehen? Ich kenne sie seit längerem. Das möchte ich dir gar nicht vorenthalten. Ich finde sie auch im Allgemeinen ein nettes, hübsches Mädchen. Und ja, meine Eltern haben dann halt irgendwann gesagt, dass diese Hochzeit dann so arrangiert wird und so langsam. Das heißt, die beiden Familien, die jeweiligen Eltern haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, die beiden würden ganz gut zusammenpassen, also heiraten die. Ja, die haben natürlich uns beide zusammengebracht quasi und haben dann halt uns eingeredet, beziehungsweise mir eingeredet und uns eingeredet, dass wir halt damit klarkommen und das wird schon und mit der Zeit wird die Liebe immer größer. Was glaubst du, warum deine Eltern wollen, dass du dieses Mädchen heiratest? Ich weiß es nicht noch mehr. Also, sie sagen, es ist ein vernünftiges Mädchen, es ist ein liebes Mädchen, es kommt aus einem vernünftigen Haus. Das bestreite ich ja auch gar nicht, aber ich kann mir mit dem Mädchen einfach nicht die
Zukunft vorstellen. Die Familie kommt auch aus dem Libanon, davon gehe ich mal aus. Die Familie kommt ebenfalls aus dem Libanon, genau. Keine deutschstämmige Familie. Keine deutschstämmige Familie, mhm. Die kommt auch aus dem Libanon. Hast du danach, nachdem das ausgesprochen wurde, mit dem Mädchen mal alleine gesprochen? Das haben wir, wir WhatsAppen auch oft genug und wir reden auch darüber. Was sagt sie? Wir sind beide in der Zwickmühle quasi, dass wir nicht wissen, wie wir da rauskommen, weil unsere Familie uns dann vielleicht ausstoßen würde oder sowas. Das heißt, sie ist auch gar nicht so scharf darauf, dich zu heiraten? Im Großen und Ganzen nicht, sagen wir mal so, jetzt sage ich jetzt einfach mal direkt. Also sie sagt, vielleicht wird es ja doch, wie uns unsere Eltern sagen, also sie hat sich das quasi vielleicht schon einholen lassen. Ich möchte ihr auch nichts Böses. Ne? Kann ich ja verstehen. Du kannst sie ja nett finden, dass es eine angenehme junge Frau ist, aber du liebst sie nicht, du bist nicht verliebt in sie. Das ist mein Problem, du mir. Nur ich frage mich, wie ich in den nächsten 2 Wochen da rauskomme. Wann soll denn die Hochzeit sein? In 14 Tagen, knapp, also in 16, um genau zu sein. Ja, Gott. In 14 Tagen schon? 16 ja, nee, Tage. Also Sonntag am 29. ist die Feier. Großes Fest. Das ist kein großes Fest, es wird nicht im ganz großen Rahmen. Es wird einfach nur, sag mal, der Hodja, der uns dann halt im islamischen Glauben zusammenführt und alles Gute wünscht und sowas. Ne? Hast du denn deinen Eltern gegenüber deine Bedenken geäußert? Ich habe denen auch gesagt, nur deren Antwort ist immer wieder nur, das wird schon, mach dir mal keine Sorgen. Du bist nicht der Erste und wirst auch nicht der Letzte sein. Ich habe nicht gedacht, dass es in unserer Familie sowas gibt. Aber hast du nicht damit gerechnet, wenn du aus einer traditionellen Familie kommst, dass das irgendwann auf dich zukommt? Ich meine, zu sein nicht. Ich bin hier geboren, ich kenne die Kultur auch so. Meine Eltern haben es mir auch so beigebracht. Mhm. Ich lebe in 2 Kulturen quasi. Ja, ja, das ist das Problem, ja, gerade bei euch jungen Leuten. Das erfahren ist halt was anderes. Aber das hast du doch sicherlich auch schon im Verwandtenkreis mitbekommen, solche Vorkommnisse, ja, oder? Ja, aber ich sag mal so, ich bin im Großen und Ganzen eigentlich mit meiner Familie, mit der kompletten Familie nicht so gehört, dass ich überall hingehe und sage und weiß, wo ab was abgeht. Wenn man jetzt mal sagen, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen, dann ist es mir auch relativ egal, auf wessen Hochzeit es geht, wie das zustande gekommen ist. Achso, und du weißt die Hintergründe gar nicht so, verstehe. Ich kenne die Hintergründe nicht. Also ich habe mal gehört, dass sowas gibt. Aber nochmal, wenn du mit deinen Eltern sprichst und dann sagen die, das wird schon, dann würde ich doch an deiner Stelle fragen, ja, aber erklärt mir doch bitte, warum ich das soll. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Die haben ja einfach nur gesagt, bevor es dazu kommt, dass du dich aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem anderen Religionskreis mit jemandem die Zukunft aufbauen möchtest, möchten wir halt vorgreifen. Ach so, das heißt, wenn du dich jetzt in eine deutschstämmige Frau oder in eine Christin verlieben würdest, wäre großes Theater da? Das wäre nicht möglich. Das wäre nicht möglich? Nein, aber das wird absolut nicht akzeptiert. Ach, ist er. Ich finde das schrecklich, die Situation, in der du bist. Domian, ich weiß nicht weiter, mit wem ich ist mir völlig soll. Klar. Ist mir klar. Ich hab keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Ich möchte meine Familie auf der einen Seite nicht verlieren, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Also die Wohnung ist fertig. Wer hat denn die Wohnung fertig gemacht? Ja, die beiden Familien zusammen. Also wir durften auch mit aussuchen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Das wird auch alles schön finanziert von den Eltern und alles, aber das bringt mir doch nichts, wenn ich mit der Frau zusammenlebe, die mir nicht so wichtig ist, dass ich mir vorstellen kann mit der. Was würde passieren, wenn du jetzt zu deinen Eltern sagst, passt mal auf, nach eingehender Überlegung habe ich beschlossen, ich kann das nicht. Ich bitte euch, das zu akzeptieren. Was würde dann geschehen? Das habe ich vor ungefähr 1,5 Monaten gemacht. Und nur da hieß es, der Hodja und die ganzen Leute wurden schon Bescheid gesagt, wenn du das jetzt absagst, bleiben wir auf allem hängen, was machen wir mit den Möbeln, was machen wir mit der Wohnung, etc. Und da komme ich natürlich auch doof vor. Na gut, aber du hast es ja, aber da bist du nicht eben bei deiner Meinung geblieben, da hast du dich wieder, bist du eingeknickt. Das sind meine Eltern, meine Familie, Domian. Was soll ich da machen? Weißt du, ich meine, das muss ich dir nicht sagen, du bist in unserem Kulturkreis groß geworden. Ich finde, das ist ein Unding, dass Eltern über das Glück ihrer Kinder bestimmen. Das sollen die Kinder doch selbst entscheiden, was für sie Glück bedeutet. Der Meinung bin ich auch. Ja, und es ist eine ungeheure Missachtung deiner Persönlichkeit, finde ich. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Deswegen finde ich, also selbst mit der Gefahr, dass du deine Familie verprellst, finde ich, dass du den radikalen Weg gehen solltest, den ehrlichen Weg, nämlich Nein zu sagen. Das habe ich doch. Ja, dann musst du es nochmal machen, aber dann auch mit einer Vehemenz, dass sie verstehen, dass du es ernst meinst. Ja, ich war,
den einen oder anderen Tag bin ich mal abgehauen und habe gesagt, ich bin jetzt mal ein paar Tage bei Kollegen und bin da runtergekommen für 2-3 Tage. Nur selbst in diesen 2-3 Tagen habe ich gemerkt, dass ich irgendwann mit meiner Familie nicht klarkomme. Die kamen teilweise sogar zu mir zur Arbeit und sagten, komm zurück, das bringt doch sowieso nichts. Wie groß ist deine Familie? Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 4 Brüder und 2 Schwestern. Was sagen die Brüder und Schwestern zu der Sache? Ich kann mit denen nicht darüber, weil ich Angst habe, dass die dann hingehen und sagen, wir haben so und so gehört und pass mal auf den auf. Ne? Ich weiß nicht mehr, was ich denen vertrauen soll. Das heißt, du hast innerhalb der Familie keinen Verbündeten? Außer meinem Bruder, der ist 2 Jahre jünger als ich, mit dem habe ich dann so gesprochen und der hat dann halt gesagt, ja, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann kommst du irgendwo unter. Aber wie soll ich selbst irgendwie klarkommen? Mhm. Ich habe einen Bruder, der ist 5 und wenn ich bedenke, dass ich ohne ihn bleiben muss, das bringt mich schon um. Was du machst, wird schwierig für dich sein. Wie du dich auch entscheidest. Entscheidest du dich gegen die Heirat, was ich richtig fände, wirst du wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum großen Krieg mit deiner Familie haben. Ich habe Angst, dass dieser Krieg nie aufhört. Bitte? Ich habe Angst, dass dieser Krieg nie aufhört. Ja. Entscheidest du dich für die Hochzeit, bist du ein unglücklicher Mann. Und ich habe meinen Eltern damals gesagt, was ist, wenn ich sie jetzt wirklich heiraten würde und nach 2 Monaten sage Tschüss. Ja, was wäre dann? Weißt du, was die antworten? Das wird schon nicht passieren. Mhm. Dann wird die gleiche Situation sein. Ich soll erst gar nicht an sowas denken. Und Dann wird man dich wieder unter Druck setzen. Wenn du in 3 Monaten dann sagst, ich will weg, dann wird man wieder Druck auf dich ausüben und so geht es weiter und weiter und weiter. Du bist ein unglücklicher Mann, du bist mit einer Frau zusammen, die du nicht liebst. Irgendwann wirst du dich in eine andere Frau verlieben und das Unglück nimmt seinen Lauf, die Verwicklungen. Dann vielleicht lieber mit einem großen Krach jetzt dein Leben durchsetzen, aber dann bist du auf der ehrlichen Schiene, als wenn du dich da so durchwurstelst in so ein Lügengestrüpp hinein. Ich weiß, das ist leicht gesagt von außen. Ich weiß das. Aber ich kann es dir ja nur sagen, wie ich es empfinde. Ich empfinde, dass du deinen ehrlichen Weg gehen musst. Und der ehrliche Weg ist, dass du Nein sagen willst. Dass du irgendwann eine Frau heiraten sollst, die du wirklich liebst, wirklich von Herzen liebst. Ja, das war immer mein Ziel. Für jeden Menschen sein Ziel sein sollte. Ja, natürlich, ja. Das ist ein großes Problem für die, euch, die jüngeren Generationen, die in 2 Kulturen aufgewachsen sind. Ihr habt eure Familie und die Kultur eurer Eltern, die man ja auch achten muss. Aber auch ich achte auf die Kultur, ich achte auch die Religion. Ja, aber da gibt ich es auch... Bin ja auch nicht, es gibt auch natürlich auch so eine Art und Weise, wo man sagen muss, ich habe auch meine eigenen Bedürfnisse. Ja, weißt du, die Achtung der Kultur in Ehren. Aber irgendwann ist auch Schluss mit der Achtung der Kultur, wenn da nämlich Dinge vorgeschrieben sind, die für einen selbst schlecht sind und die vielleicht auch falsch sind in der heutigen Zeit. Wir leben 2016 und da ist nun mal die Welt anders als noch vor 100 Jahren im Orient. Ich kann dir das nur so sagen, was ich empfinde. Also meinst du wirklich, ich sollte einfach hingehen und sagen, ja. Nee, das geht nicht. Aber was willst du tun? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Als zu heiraten, oder was? Nein, außer zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht und fertig. Wenn du die Kraft dazu hast, dann ja. Ich habe hier in der Sendung schon mit jungen Muslimen gesprochen, die in einer ähnlichen Situation waren, die das gemacht haben, die haben Nein gesagt. Die sind teilweise durch schwere Zeiten gegangen, bis sich das beruhigt hatte mit der Familie. Aber leicht wird es nicht. Ich werde es tun. Ja, überleg es dir jetzt. Du musst es für dein Leben schlüssig lösen. Wir wollten ja nur reden miteinander. Darum ging es ja jetzt erstmal. Du hast recht. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, mit der zusammenzuleben. Und nee, das geht nicht. Sprich doch mit ihr auch nochmal. Ich spreche mit ihr und spreche mit meinen Eltern vielleicht. Ja. Geht das dann? Na, möchtest du? Tun. Ja. Mehr kann ich ja gar nicht sagen. Wir haben alles besprochen, glaube ich. Du musst jetzt mal alles rauslassen und das tut auch mal gut. Ja. Mein Lieber, ich wünsche dir eine gute Entscheidung für dich und dein Leben. Wirklich von Herzen wünsche ich es dir. Dir auch alles Gute. Und toi, toi, toi. Lass uns erhalten. Alles Gute. Tschüss, alles mein Lieber. Klar, danke dir auch. Tschüss. Ciao. Oh, der Arme. Was für eine schwierige Lage. Was für eine schwierige Lage. 1.24 Uhr haben wir und hier ist die Franziska. Franziska ist 50. Guten Morgen, Franziska.
Guten Morgen, Domian. Hallo, Franziska. Das ist schön, mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Um was geht es bei dir, Franziska? Du hattest letzte Woche mit durch das Thema, du wirst es ja nicht geben, dann sage ich jetzt Selbsttötung. Selbsttötung, Suizid, genau, ja. Genau. Mhm. Und ich war 17 Jahre alt und ich hatte einen sehr guten Freund, der war 3 Jahre älter wie ich. Und er hat seine große Liebe verloren. Also der war total verknallt in eine Frau. Mhm. Und das gab eine Trennung. Aber ihr wart nur Freunde? Nur Kollegen, Freunde, ja. 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 Und der ist so in eine tiefe Depression gefallen, dass er immer wieder gesagt hat, ich bringe mich um. Mhm. Und mit der Zeit hat ihm das niemand mehr geglaubt. Weil er hat immer wieder gesagt, irgendwann mache ich das, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bringe mich um. Hat er das zu dir auch gesagt? Ja, ja. Hat er. Mhm. Und dann habe ich ihn eines Abends getroffen, draußen beim Dorfbrunnen. Und dann hat er wieder gesagt, Franziska, ich bringe mich um. Mhm. Habe ich gesagt, Mensch Bruno, leg mal eine andere Platte auf. Wir können es nicht mehr hören. Wir glauben es dir auch nicht mehr. Du sagst immer wieder dasselbe. Mhm. Und plötzlich hat er auf eine ganz andere Art und Weise das gesagt, ich bring mich um. Ich kann dir nicht erklären, wie, Domian. Mhm. Aber irgendwie, wie er sich verabschiedet hat, hat er nochmal gesagt, ich mach's heute. Hast du es da ernst genommen? Ja, ja. Und ich habe mir noch überlegt, soll ich, weil ich habe auch seine Mutter gekannt, soll ich zu seiner Mutter und ihr sagen, ich habe Angst jetzt um Bruno. Irgendwie klingt er anders wie sonst. Aber du hast es nicht gesagt? Nein, ich habe es nicht gemacht. Hat er sich das Leben genommen? Am anderen Tag habe ich meine Adoptivmutter mir gesagt, er hat sich den Kopf vom Hals geschossen. Er hat sich den Kopf? Ja, er hat Wasser in den Mund genommen und das Sturmgewehr. Jetzt zerplatzt der ganze Kopf. Er hat sich den, ach jetzt habe ich es akustisch, er hat sich den Kopf vom Körper geschossen. Ja, er hat Wasser in den Mund genommen und dann das Sturmgewehr. Er hat Wasser in den Mund genommen und dann mit dem Gewehr? Mhm. Und dann platzt der Kopf? Ja. Wo hat er das gemacht? Bei seinem Arbeitgeber. Er hat auf einem Bauernhof gearbeitet, die hatten eine Hühnerfarm. Woher hatte er das Gewehr? In der Schweiz darf ja jeder Mann sein Sturmgewehr mit nach Hause nehmen. Ah ja, du rufst auch aus der Schweiz an, ich höre es an dem Dialekt. Ja, genau. Ja, ja stimmt, ihr habt von der Armee, habt ihr die Gewehr von der Armee. Ja, ja. Ich frage mich nur, wo er die Munition her hatte, weil im Normalfall muss der Soldat das Gewehr mit nach Hause nehmen, aber keine Munition. Die Munition muss er im Zeughaus lassen. Aber wahrscheinlich, wenn man was sich besorgen will, kann man das sich auch in der Schweiz besorgen. Das nehme ich an, ja. Das nehme ich an. Das war ja dann eine ganz große Erschütterung in eurem Dorf, in eurem Freundeskreis, in der Umgebung. Ja, war es. Du warst nun so eng vertraut mit ihm. Haben dich danach Schuldgefühle geplagt? Ja. Das glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe mich lange gefragt, warum bin ich nicht zu seiner Mutter gegangen an diesem Abend? Warum habe ich sie nicht gewarnt? Wahrscheinlich, weil du das schon so oft von ihm gehört hattest und irgendwie doch dachtest, er redet es nur so dahin. Mhm. In der Regel ist es ja auch so, dass Menschen, die ganz oft das sagen und immer wieder sagen, es wirklich nicht tun, und die schweigen und vielleicht sich gar nicht äußern, es dann doch irgendwann tun. Ja, aber eben, weißt du, ich sag noch zu ihm, leg mal eine andere Platte auf, weil naja, langsam hatten wir das alles ab. Es ist ja eigentlich tragisch, man sollte so etwas eigentlich ernst nehmen, aber irgendwann konntest du es nicht mehr hören. Und plötzlich hat er das, wie ich das mit der Platte gesagt habe, hat er eine ganz andere Tonart angeschlagen, hat sich von mir verabschiedet und hat zu mir gesagt, glaub mir, heute mache ich es. Glaubst du, dass du ihn beleidigt hast mit der Formulierung, leg mal eine andere Platte auf? Ich weiß es nicht, Domian, ich weiß es. Hat er eine Nachricht hinterlassen für irgendjemanden, für dich? Nein, gar nichts. Nein. Wie hat die Familie reagiert? Oh, die Mutter hat sich bis heute nicht erholt. Die wurde schwere Alkoholikerin. Mhm. Die Mutter hat sich bis heute nicht erholt. Der junge Mann, war wie alt damals, als es passierte? 20. Zwanzig. Mhm. Und ich 17.
Es sind ja viele Jahre vergangen. Wie lange hast du gebraucht, um das für dich in irgendeiner Form zu verarbeiten? Das weiß ich gar nicht. Weil das war ja noch nicht alles. Im Jahre 2004 haben sich innerhalb von 10 Tagen 2 aus meiner Verwandtschaft aufgehängt. Da kam das Thema Suizid noch einmal. Aber hier diesen ersten Fall finde ich insofern schwierig, weil du ja sehr nah dran warst. Und das ist ja eine ganz natürliche Reaktion, dass man sich hinterher fragt, hätte ich vielleicht doch was machen können? Das habe ich mich lange gefragt. Das habe ich mich sehr, sehr lange gefragt. Und das ging, ich sag's nochmal, wegen einer verlorenen Liebe, ne? Wegen Liebeskummer. Ja. Liebeskummer kann einen Menschen wirklich zerstören. Ja, weißt du warum? Es war ja eigentlich die erste große Jugendliebe, wenn man so will. Weil das war irgendwie in unserem kleinen Dorf, war das Traumpaar. Und in der Zeit ging man auch nicht zum Psychologen oder sowas? Nee. Ich bin ja der festen Überzeugung, wenn jemand wirklich tiefgründig den Entschluss gefasst hat, das zu tun, kann man als Außenstehender diesen Menschen wohl nicht aufhalten. Das ist so, das hat mir mein Psychiater bestätigt. Weil ich leide unter Depressionen, aber das hat nichts mit diesem Fall zu tun. Wie das da 2004 passiert ist, habe ich ihn auch gefragt. Weil in beiden Fällen war ich irgendwie auch wieder involviert, aber nicht so direkt. Und er hat mir auch gesagt, wenn ein Mensch so weit ist, haben die einen solchen Tunnelblick. Die denken nicht an die Verwandten, die denken nicht an die Familie. Du kannst sie nicht mehr aufhalten. Es geht nicht. Und du siehst ja, dass er das schon minutiös vorbereitet hat, nämlich allein an der Tatsache, dass er sich wohl auf kompliziertem Wege die Munition besorgt hat. Also war es schon geplant und es war sehr ernsthaft in seinem Kopf. Also das war eine schlimme Zeit für mich. Das vor allem dann an der Beerdigung, als der Pfarrer gesagt hat, Bruno ist nicht mehr. Das war für mich eine meiner schlimmsten Beerdigungen. Mich hat richtig geschüttelt. Ja, du warst ja auch noch so jung und bist zum ersten Mal mit so einem monumentalen, mit so einer Katastrophe konfrontiert worden und dann auch noch auf diese brachiale Art und Weise. Man möchte sich das ja gar nicht vorstellen, wie er ausgesehen hat hinterher. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Und dass es diesen Effekt hat, weiß ich nur, weil ein Nachbar von mir bei der Polizei arbeitet. Der hat 25 Jahre lang bei der Spurensicherung gearbeitet und er hat mir gesagt, was das für einen Effekt hat, wenn man Wasser in den Mund nimmt und dann eine Pistole oder ein Gewehr und dann abdrückt. Sonst wüsste ich das gar nicht. Ja, ich hatte es schon mal gehört. Und jetzt, wo du es jetzt sagst, ist es mir wieder ganz klar. Was für eine Tragik. Ich kann das auch verstehen, dass seine Mutter da nie drüber hinweggekommen ist. Nee, bis heute nicht. Ja. Bis heute nicht. Die ist mittlerweile in einem Pflegeheim, aber schwer, schwer depressiv. Die hat sich nie mehr richtig erholt. Du hast gesagt, ihr wart gute Freunde. Wie kam es, dass ihr euch nicht ineinander verliebt habt? Wie das heißt in der Schulzeit, man hat gute Freunde, Kollegen, mit denen ist man zusammen und man verliebt sich. Aber ich hatte eigentlich viele gute Freunde. Ja, verstehe. Ja, man kann sich ja nicht in jeden verlieben. Ja. Nee, er war wirklich so ein lieber Kerl. Er war eigentlich auch im ganzen Dorf beliebt, weil ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wir hatten damals nicht mal 2000 Einwohner. Da hat jeder jeden gekannt. Ja. Liebe Franziska, das fiel dir ein bei unserem Thema Suizid vorige Woche. Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ja, wenn das ginge. Ja, das geht, das biete ich dir sehr gerne an. Vielleicht könnt ihr da das eine oder andere noch weiter besprechen oder erklären. Dann wird, ich bitte dich aufzulegen und die Claudia, die ist heute Nacht hier, die wird dich gleich anrufen. Und ich wünsche dir für deine Zukunft im neuen Leben dann alles Gute und schade, dass du aufhörst. Dankeschön, sehr freundlich von dir, Franziska. Und herzliche Grüße in die Schweiz. Danke. Ja, tschüss. Ciao. Ciao, Domian. Wer ist hier?
Frage in meine Regie. Der John ist hier. John ist genau. 33. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo John. Hallo. Ja, nach so einem Thema ist es natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Egal. Ich gehe davon aus, dass du ein ganz anderes Thema hast, wenn du das so kommentierst. Ja, ich rufe quasi zu einem Thema von gestern wieder an. Ah, okay. Schalten wir um auf gestern. Anonymer Sex. Ja, so wie der Vorredner vorhin schon. Da hatte ich dann angerufen, den hatte ich dann kurz zugehört. Mhm. Und ich kann, also den Teil, den ich noch mitbekommen habe, kann ich zum größten Teil bestätigen, dass es halt so simpel und einfach geworden ist, dank diverser Apps und so, dass es so einfach war es quasi noch nie. Ne? Ich bin quasi jetzt halt seit einigen Jahren angemeldet und es ist immer einfacher. Man braucht quasi nur noch einmal eine Geste, einmal wischen. Mhm. Wenn man das Glück hat, das gegen die Person gegenüber wischt halt auch auf den richtigen Like, man hat ein Match, man schreibt kurz miteinander, tauscht Nummern aus und dann ist es meistens nur eine Frage von Minuten, bis man dann mal irgendwie ein bisschen schreibt, telefoniert und dann hat man entweder noch am gleichen Tag ein Date oder am nächsten Tag oder... Also das kann unter Umständen auch sehr schnell gehen, ne? Innerhalb von ein paar Stunden, unter Umständen. Ja, also ich meine, so wie der junge Mann vorhin das erzählte, dass so lange persönlich kenne ich das gar nicht. Also ich habe schon teilweise Dates innerhalb von Minuten gehabt, wo man dann kurz geschrieben hat, dann hieß es ich habe keine Lust viel zu schreiben, lass uns doch einfach mal telefonieren. Mhm. Dann hat man dann kurz die Nummern ausgetauscht, telefoniert, hat man teilweise auch über den Namen gewusst, ein bisschen gequatscht. Mhm. Dann ging es schon relativ schnell in die eindeutig zweideutige Richtung. Mhm. Und dann hieß es, normalerweise mache ich das so nicht, aber was hältst du davon, wenn du mal vorbeikommst? Ne? Mhm. Und dann quatschen wir mal ein bisschen. Und, aber man quatscht dann nicht mehr viel. Ja, man quatscht ja mit anderen Genitalien. Ne? Ja. Wie viele Frauen machst du auf diese Art und Weise pro Woche klar? War so... Je nachdem, wie ich auch Zeit habe beruflich, denke ich mal so zwischen 3 und 4 Mal in der Woche hat man dann schon Dates. Das ist schon. Und dann immer mit anderen Frauen? Genau. Mhm. Das heißt, und wie lange machst du das jetzt schon in dieser Frequenz? Unterschiedlich. Ne? Das kam halt auch mal vor, dass man mal in einer Beziehung war. Da hat man es dann nicht so intensiv betrieben. Achso, das heißt, man hat es nicht so intensiv betrieben, das heißt aber, man hat es auch betrieben. Ja, ich war da vielleicht nicht immer der Ehrlichste und klar, es ist halt schon teilweise wie so eine kleine Sucht. Ne? Man, das glaube ich, ja. Man hat da einfach Bock drauf und weil es einfach so einfach ist und weil dieses Spielchen auch immer wieder sehr amüsant ist, weil man trifft ja auf die verrücktesten Personen und man erlebt ja auch Sachen, wo man manchmal sich einfach am Kopf packt und denkt, wie krank ist die bitte? Und weil ja auch sehr komische Fetische und Neigungen da manchmal zum Vorschein kommen, wo ich dann nicht immer unbedingt drauf eingehe. Was war denn das Komischste, was du bisher da, was dir begegnet ist an Fetisch? Also ich persönlich finde es halt immer sehr kritisch, wenn es dann so in die Richtung geht, so wirklich mit Brutalität. Mhm. Wenn es heißt, schlag mir ins Gesicht oder sowas. Okay, das ist nicht dein Ding. Und sowas, ne, das ist, ich meine, so leichtes Würgen, das ist ja vielleicht, kann im Spiel noch ganz reizbar sein, aber also eine meinte zu mir auch mal, ja komm, halt mir eine Waffe an den Kopf, vergewaltige mich und so. Mhm. Das sind so Sachen, da denke ich mal so, lass mal lieber gut sein. Mhm. Und das muss ich persönlich nicht so haben. Ne? Oder eine wollte halt unbedingt, dass ich ihr ja auf den Bauch pinkel und das ist dann, Natursekt und Kaviar ist nicht so meins. Und okay. Das ist dann so der Moment, wo ich dann denke, so, ja, das ist ein bisschen too much. Ja. Oder eine, der das war dann eine Bodybuilderin, die war richtig auf Stoff. Und wenn man ja gerade gut auf Stoff ist, alle, die halt im Sportlerbereich sind, wissen das, dass man da auch eine gewisse Aggressivität und Geilheit hat. Auf Stoff heißt, die hat Anabolika genommen, meinst du? Oder? Genau, die hat Steroide genommen und Testosteron und sowas. Und in dem Moment ist man halt, der Trieb ist halt um einiges gesteigert und auch die Gewaltbereitschaft. Und, ne, währenddessen hat sie mich dann quasi angeschrien, so vor mir, ja, fester, los, fester. Und irgendwann hat es mir dann eine geklatscht, weil sie ja nicht fest genug ging. Da habe ich ihr dann auch gesagt, aber jetzt ist aber gut. Was meinst du, wer ich bin? Warst du denn körperlich überlegen? Ja, aber ich bin halt kein Typ, also ich bin 2 Meter und habe auch so 130 Kilo. Also. Ja, schon ein bisschen mehr drauf. Aber ich würde niemals eine Frau schlagen. Ich finde, das geht einfach nicht. Und du bist 2 Meter groß und wiegst 130 Kilo. Genau. Also ein Tier von Mann.
Ja. Ja. Und das heißt, auch diese in der Größe mit dem Gewicht hast du einen guten Markt. Die Frauen wollen das. Ja, es gibt solche und solche. Ne? Es gibt Mädels, die stehen da total drauf. Die finden das besser, umso größer, stärker, breiter. Dann natürlich noch klischee-mäßig tätowiert, Glatze. Also richtig so Bad-Boy-mäßig, da stehen einige drauf und andere sind halt total schrecklich. Achso, das ist bei dir, aber du bist auch hast eine Glatze und bist Tattoo. Schade, dass ich dich nicht sehe, das ist sicher ein interessantes Bild. Wie viel, John, wie viele Frauen hattest du schon? Ich habe ja irgendwann aufgehört zu zählen. Also wenn man halt mal einfach hochrechnet, ich bin seit 10, 15 Jahren aktiv und im Durchschnitt so zwischen 3 und 5 Mädels die Woche. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Glaubst du, ich habe das ja gerade gesagt und ich tendiere auch dazu, dass das so ist, wenn man so exzessiv lebt in Sachen Sexualität und so stark wechselnde Beziehungen hat, dass man irgendwann die Fähigkeit zum Lieben verliert oder die Geduld gar nicht mehr hat, sich auf jemanden einzulassen? Ja, ich glaube schon. Das ist halt auch wieder so ein Spiegel unserer Gesellschaft. Das wird ja immer alles schnell leben. Ja, alles. Es muss rucki-zucki gehen und man hat gar keine Zeit mehr groß, über irgendwas nachzudenken, sobald irgendwas anstrengend wird. Oder das ist Love to go, ist das. Genau, ne? Und das ist dann anstrengend, das ist dann doof, da hat man keine Lust drauf und weg. Ne? Und dann gibt es halt direkt den nächsten. Genau. So wie halt es auch im App ist, ne? Man wischt halt einfach weiter zum nächsten und dann geht das gleiche Spielchen wieder von vorne los. Ne? Und ich glaube auch, dass viele, die suchen zwar irgendwie so nach dem Partner, aber dadurch, dass sie so einen hohen Verschleiß haben, wird der Anspruch immer höher, sodass denen einfach kein realer Mann oder Partner mehr erfüllen kann. Du bist ja auch erst 33. Der Kenny war vorhin erst 22, aber 33 ist ja auch noch sehr jung. Was glaubst du, jetzt mal auf deine Person bezogen, du kennst dich gut, kannst deine Erfahrung gut einschätzen, was glaubst du, wohin das führen wird, wenn du mal 43, 53 bist? In die Einsamkeit? Das ist so ein bisschen, ich denke mal, die Angst, die man dann so hat. Ne? Aber ich kann das überhaupt noch nicht abschätzen. Klar, aktuell genießt man das Hier und Jetzt. Man ist viel unterwegs und hat seinen Spaß und bin halt auch beruflich häufig auf Ibiza und sowas. Und man denkt natürlich immer nur an das Positive und an das Hier und Jetzt. Man denkt natürlich nicht über das Morgen oder Übermorgen. Das macht man vielleicht in einer ruhigen Minute, wo man dann mal alleine zu Hause sitzt und sich denkt, auch wäre vielleicht doch schön, eine Partnerin zu haben und auch einen Mensch, mit dem man das teilen kann. Mhm. Und aber ich glaube, man will das dann auch gar nicht so wahrhaben, wenn das dann so... Man könnte prognostizieren, dass vielleicht in der Zukunft Generationen auf uns zukommen, die alle Singles, die vorwiegend Singles sind und einsam. Oder die sich in Beziehungen geflüchtet haben, weil sie nicht alleine sein können, aber das sind keine Liebesbeziehungen mehr. Das wäre eine pessimistische Prognose. Ja, und also ich kenne sogar einige Leute, die das auch wirklich so gemacht haben. Ne? Die sind in einer Beziehung, in der sie nicht glücklich sind, einfach nur, um in einer Beziehung zu sein. Genau, um die Sicherheit zu haben, um nicht allein zu sein. Genau, ne? Also die sagen dann halt, nee, da verzichte ich dann lieber auf das große In-Love-Sein. Mit wem besprichst du so deine ganz, ganz intimen, persönlichen, seelischen Befindlichkeiten? Eigentlich gibt es da niemanden. Vermisst du das? Ja, in den Momenten, wo man alleine ist, vermisst man das schon. Also ich meine, ich glaube, keiner will wirklich alleine sein. Ich glaube, jeder wünscht sich einen Partner und möchte jemanden haben, mit dem man sich austauschen kann. Und ich denke mal, das ist einfach nur eine Schutzhaltung. Man sagt, nee, ich will keine Beziehung, das ist Ballast oder so. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich denke mal, eigentlich möchte das jeder haben. Und in dem Moment, wenn man wirklich alleine ist, dann vermisst man das auch. Und wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich da, also wenn die Beziehung super läuft, alles ist klasse, dann habe ich auch gar kein Interesse an diesen Apps und sowas. Mhm. Das ist dann meistens so ein Ventil, wenn irgendwas nicht gut läuft. Ja. Und, nochmal eine Frage zur Sexualität. Ertappst du dich manchmal dabei, wo das so häufig passiert, die Frequenz so dicht ist, dass du das Gefühl hast, ach Gott, irgendwie ist es immer dasselbe? Ja, und man stumpft halt auch ab, weil dadurch, dass
die meisten jetzt auch nicht besonders kreativ sind, ist es jetzt nicht so, dass es wie in einem Porno ist, wo man da, wer weiß, wie akrobatische Nummern stellt. Es ist ja auch mal die Selbstüberschätzung der Leute. Ich muss halt immer sehr schmunzeln, wenn mir dann Mädels sagt, so, ja, du, ich bin da total offen und hier und ich mache was weiß ich was. Und da ich ja nun mal einige Erfahrungen habe, dann erlebe ich dann halt immer, wie es dann halt so wirklich abläuft. Also dann sind es dann doch eigentlich verklemmte Mäuschen. Aber das ist immer so eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Ja. Weil dadurch, dass ich halt schon auch, ne, ich persönlich stehe halt also auf die härtere Gangart, ne, das muss dann halt auch schon mal ein bisschen fester sein. Und ich finde es auch super, wenn die Frau ordentlich laut ist. Aber das ist dann, wenn man dann halt das was anderes hat, ne, und das Mädel ist halt relativ ruhig und schüchtern und sowas, behauptet von sich selber, aber hey, ich bin voll das Tier im Bett. Das ist dann immer, wo man dann so ein bisschen amüsiert ist und sich mal denkt, ja, ja, ist klar. Ja, ja. Und das ist dann, im Nachhinein denkt man sich schon so, ja gut, das hätte sie jetzt auch klemmen können. Ja. Ne, und dann zieht man sich ja an und geht schon. Ne, dann sagt man ja, ich muss zur Arbeit, danke, tschüss. Ja. Und dann war es das auch schon. Lieber John, danke für deinen Anruf und für deinen Beitrag noch zu unserem gestrigen Thema. Alles Gute wünsche ich dir, noch viel Spaß, aber auch dir wünsche ich eine große und tolle Liebe bald. Ja, ich hätte gerne noch ein Autogramm von dir, sehr gerne. Du uns ja leider nicht mehr sehr lange erhalten bleibst. Finde ich sehr, sehr schade. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und dann schicken wir es dir sehr gerne zu. Ja, dann wünsche ich dir auch noch alles Gute für deinen weiteren Werdegang. Wünsche ich dir auch, John. Mach's gut, ciao. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Und hier ist die Nadine. Nadine ist 39. Guten Morgen, Nadine. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Nadine. Weswegen rufst du an? Bei mir geht es um das Thema Sterben. Und mein Vater liegt im Moment im Sterben. Der ist halt sehr krank, transplantiert seit langem. Was wurde transplantiert? Die Niere. Und er hat im letzten Jahr eine Spinalkanalverengung bekommen. Es hat halt sehr lange gedauert, bis er operiert werden konnte, weil zuvor eine Medikamentenumstellung erfolgen musste. Es hat halt sehr lange Zeit in Anspruch genommen. Und dann ist er im Dezember letzten Jahres operiert worden. Und er hat sich entweder während der OP oder halt später einen multiresistenten Keim zugezogen. Der halt sehr viele Rückschläge gebracht hat. Das glaube ich, wenn man eh schon so krank ist und geschwächt, ist das natürlich ein Fluch, diesen Keim zu kriegen. Ja, und jetzt ist es soweit, dass sein Körper, der kann nicht mehr. Er liegt jetzt vermutlich in einem Krankenhaus? Er liegt im Krankenhaus, im künstlichen Koma. Wie lange schon im künstlichen Koma? Seit einer Woche. Sie haben ihn zwischendurch wieder aufgeweckt, aber es hat leider nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Warum hat man ihn ins künstliche Koma verlegt? Weil sein Körper extrem viel Wasser eingelagert hat, währenddessen der Blutkreislauf ausgetrocknet ist. Und er hat mehrfach den Wunsch geäußert, zu sterben. Also um ihm Qualen zu ersparen, hat man das gemacht? Nein, also noch lebt er. Nein, ich meine das künstliche Koma. Genau. Also er hat letzte Woche im Krankenhaus sehr massiv rebelliert. Er hat sich die Katheter aus dem Hals gerissen und die Schläuche aus den Armen. Und daraufhin hat man ihn halt in ein künstliches Koma gelegt, um ihm halt Schmerzen zu ersparen. Hast du die Angst, dass er nicht mehr aus dem künstlichen Koma erwachen wird? Ich habe die Gewissheit, dass er nicht mehr aus dem künstlichen Koma erwachen wird. Sagen die Ärzte eine Prognose, so in etwa? Ja, also man hat uns heute mitgeteilt, dass es so gut wie keine Hoffnung mehr gibt. Das heißt, man wartet jetzt quasi auf den Tod. Ja, genau. Werden denn lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt? Ja, aber begrenzt, weil, wie gesagt, ich habe mich halt schon im Rahmen der Transplantation mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und mein Vater hat mir sehr klare Anweisungen gegeben, was er möchte und was er nicht möchte. Das ist schon mal gut.
Er möchte definitiv nicht den Rest seines Lebens an Apparaten und Maschinen dahin fristen. Mhm. Und das haben wir den Ärzten halt auch so mitgeteilt. Dann gibt es sicher auch eine Patientenverfügung bei euch? Leider nicht. Mhm. Ja, das ist ein Thema, mit dem er sich nie selber hat auseinandersetzen wollen. Aber immerhin hat er dir klar diesen Wunsch geäußert. Ja, auf jeden Fall. Und er hat immer gesagt, wenn es keine Hoffnung mehr auf ein menschliches Leben gibt, dann möchte ich, dass ihr das alles abschalten lasst. Mhm. Das ist ja eine gute und für dich und für die Familie hilfreiche Anweisung quasi, die er da formuliert hat. Bist du das einzige Kind? Ja, ich bin insofern das einzige Kind. Ich habe zwar noch einen Bruder, aber er ist nicht das leibliche Kind. Mhm. Und deine Mutter, ist sie noch mit ihm zusammen? Ja, auf jeden Fall. Ja, meine Eltern, die sind seit über 40 Jahren verheiratet und waren eigentlich auch immer glücklich. Also mein Vater hat auch das Spendertransplantat von meiner Mutter erhalten. Ach so, sehr gut. Mhm. Ja, und wie alt ist eigentlich dein Vater? 68 Jahre. Das ist ja noch kein Alter. Nein, eigentlich viel zu jung zum Sterben. Und ich würde mir auch wünschen, dass ich noch ein paar Jahre was von ihm haben würde. Aber ich weiß, dass es jetzt an der Zeit ist, ihn gehen zu lassen. Wie geht denn deine Mutter mit der Situation um? Ja, wir geben uns beide sehr viel Kraft gegenseitig. Aber es ist natürlich für uns schwerer als für meinen Vater. Ich habe immer gesagt, es ist für denjenigen, der einen gehen lassen muss, schwerer als für den, der geht. Ja, man weiß es nicht. Wir wissen ja nicht, wie das Sterben ist. Nein, natürlich wissen wir das nicht, aber ich kenne seine Einstellung dazu und ich weiß, wie er darüber denkt. Und, seid ihr denn, wechselt ihr euch ab? Seid ihr sehr viel im Krankenhaus? Ja, also ich habe mir jetzt auch extra freigenommen, damit ich bei ihm sein kann. Mhm. Und gut, auf der Intensivstation ist das so, dass man eigentlich, gerade wenn jemand im künstlichen Koma liegt, nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde bleibt, weil das hält man auch selber so psychisch nicht wirklich durch. Mhm. Ne? Dennoch würde ich aber jetzt diese Endgültigkeit ist natürlich auch sehr schwer für uns. Mhm. Jetzt geht es deinem Vater so schlecht. Ja, es geht ihm extrem schlecht. Extrem schlecht. Da kann man ja eigentlich, so schwer einem das über die Lippen kommt, aber eigentlich kann man ihm ja nur wünschen, dass er bald stirbt, damit das Leid ein Ende hat. Ja, also ich weiß, dass er keine Schmerzen hat, aber ich möchte, dass er in Frieden gehen kann. Mhm. Und, ist dein Vater ein gläubiger Mensch? Nein, nicht wirklich. Hm. Bist du's? Das ist schwer zu sagen. Ich hab meinen eigenen Frieden mit Gott gemacht. Ich glaube nicht an das, was die Kirche sagt, aber ich glaube schon an Gott. Das heißt, du glaubst auch an ein Weiterleben, eine andere Existenz nach dem Tod? Eine andere Existenz nach dem Tod, daran glaube ich schon. Mhm. Eine Art von Leben ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es da irgendwas gibt. Hat dein Vater mal, ich meine, er ist ja schon lange schwer erkrankt und hat sich innerlich wahrscheinlich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Hat er mal gesagt, dass er Angst hat vor dem Tod oder vor dem Sterben? Nein, dazu hat er sich nie geäußert, weil ich denke mal, um das alles hinter sich zu bringen, muss man auch sehr, sehr positiv denken und da vielleicht auch nicht so sehr an den Tod denken. Das hat auch eigentlich bisher immer alles sehr gut geklappt, auch nach der Transplantation. Ich meine, das sind geschenkte 12 Jahre gewesen. Oh ja. Das sage ich auch immer wieder. Oh ja. Das muss man auch wertschätzen. Ja, aber ja, die Situation im Moment ist natürlich extrem und ja, ihr seid auch in einer extremen Situation jetzt im Moment mit der Familie. Das ist natürlich nicht einfach. Nein, das ist nicht einfach. Kannst du dich mit deiner Mutter so offen aussprechen? Ja, das kann ich. Das könnt ihr gegenseitig. Ja, das heißt, haben wir auch vorhin noch. Mhm. Lebt ihr ganz in der Nähe? Ja, wir wohnen in einem Haus zusammen. Ach so, ja, das ist ja nun sehr gut. Aber es ist natürlich so, dass ich
meiner Mutter auch nicht so viel davon zeigen möchte, wie es in mir aussieht, weil ich weiß, sie hat auch selber genug mit sich zu kämpfen. Weißt du, Nadine, ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man das zeigt bei den Angehörigen, was in einem vorgeht. Das öffnet nämlich das Herz auch der Angehörigen, also deiner Mutter, dass sie sich vielleicht auch noch mehr dir zeigen kann. Und dann ist es leichter für euch beide, als wenn ihr beide euch zu sehr beherrscht. Also ich glaube, da muss man dann nicht so Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, man trägt den anderen durch seine eigene Trauer. Ja. Ich glaube, das, was du oder was ihr jetzt noch tun könnt, ist so oft wie möglich bei ihm sein, auch wenn er im künstlichen Koma liegt. Man weiß es ja nicht, vielleicht kriegt er das ja doch irgendwie noch mit. Ja, so, das glaube ich auch. Soweit das im Rahmen der Intensivmedizin möglich ist, seid bei ihm und steht ihm bei. Und ich glaube, mehr kann man dann nicht machen im Moment. Nein, das glaube ich auch nicht. Also, und ich habe auch gesagt, auch wenn man kommt und sagt, wir stellen jetzt die Therapie ein, ich will auf jeden Fall dabei sein, ich will den nicht alleine gehen lassen. Mhm. Also mit Therapie einstellen meinst du wahrscheinlich, dass man gewisse Versorgungen einstellt über Apparate? Genau. Sowas, ja, da müsst ihr dabei sein, auf jeden Fall, finde ich auch. Das ist für mich auch extrem wichtig. Nadine, dann wünsche ich dir und deiner Mutter viel Kraft. Ich wünsche deinem Papa viel Kraft für das, was er jetzt noch zu leisten hat, zu gehen hat, einen Weg. Und euch alles Gute. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Nadine. Ciao. Tschüss. Hier ist noch der Thomas, Thomas 52. Guten Morgen, Thomas. Moin, Jürgen. Das ist aber nett. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Legen wir los. Ja, also ich habe schon ein paar Mal versucht, mal so durchzukommen. Bei mir ist das so, ich habe den Kontakt zu meinen Kindern verloren. Wie kommt das? Das ist, glaube ich, entstanden nach der Scheidung. Wir hatten 2000 einen ziemlich großen Ehekrach. Mhm. Wir haben ein paar Jahre nicht mehr miteinander geschlafen und haben uns dann nur noch in den Haaren gehabt. Dann sind meine Großeltern verstorben. Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Das sind alles so Sachen, die entstanden sind. Und dann war zu Hause nur noch Terror. Und dann habe ich dann kurz entschlossen mir eine kleine Wohnung gesucht. Die war so relativ dicht bei meinem Haus, was wir damals hatten, oder unserem Haus. Bin da eingezogen und dann hat sich praktisch alles neu entwickelt. Wie viele Kinder hast du oder habt ihr? Zwei Mädchen. Wie alt sind die heute? Die sind 29 und knapp 27. Und die haben dann von sich aus auch keinen Kontakt zu dir gesucht, als sie älter wurden? Ja, doch, das war noch ein paar Jahre, war das noch so. Ich habe da ja in der Gegend gewohnt und die haben mich auch besucht. Das ging dann eine ganze Zeit gut. Hm. Und meine Partnerin hat dann auch einen neuen Lebensabschnittsfreund gefunden. Hm. Ich habe ja dann auch ein paar wechselnde Partnerinnen gehabt. Hm. Und mit einer kamen die gar nicht so gut klar. Und dann bin ich da aber nachher so ein paar Dörfer weitergezogen und dann hat sich das ein bisschen gelockert, das Verhältnis, was auch vielleicht auch an mir so ein bisschen hing, muss ich dazu sagen. Vielleicht war das auch ein Fehler von mir. Ich konnte mich zu der Zeit nachher mit einem neuen Job nicht so sehr mehr um die Kinder kümmern. Und dann war das eigentlich vor 7 Jahren, hat sich das Ganze dann komplett zerschlagen. Meine große Tochter ist nach Köln gezogen. Ja. Und meine kleine Tochter hat dann hier ihren Lebensweg gefunden. Das heißt, du hast seit 7 Jahren keinen Kontakt mehr zu deinen überhaupt Mädchen? Überhaupt nicht mehr, nee. Und das Schade ist immer daran, dass immer wenn ich zu meinen Eltern fahre und auch zu meinem Bruder und so weiter, dass die alle immer fragen und ich im Grunde genommen nichts sagen kann dazu. Ich habe also weder eine Telefonnummer noch irgendeine Adresse von denen. Aber das müsste doch irgendwie rauszubekommen sein, dass man zumindest eine Adresse hat, dass du ihn vielleicht mal schreiben könntest. Ja, das ist gar nicht so einfach. Meine Ex-Frau hat jetzt auch noch das Haus verkauft und hat da die Kontakte komplett alle abgebrochen. Und ich musste aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich war jetzt gerade im Krankenhaus mit der Lungenembolie. Und da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht. Du willst dein Leben ordnen. Ja, nicht nur mein Leben ordnen, sondern man hat ja im Grunde auch niemanden, wenn man älter wird, wo man sagt, okay, da sind noch meine Kinder, da ist man stolz drauf. Könnten die Kinder denn zu dir Kontakt aufnehmen? Wissen die, wo du wohnst? Ich glaube,
die Kleine müsste das wissen. Thomas, ich mache den folgenden Vorschlag. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Es tut mir leid, dass wir nur so kurz reden können. Wir rufen dich gleich wieder an. Leg mal auf, wir melden uns gleich wieder. In der Technik, Benjamin Fließ. Bis morgen.